Süßigkeiten. Snickers. Mars. Proteinbar. Cookies. So. Und jetzt wird's spannend. Sind diese Sachen gut? Sind diese Sachen so, dass man sie bedenkenlos reinschieben kann? Tja, Freunde, klar, es ist eins sicher. Es kommt immer natürlich auf die Nährwerte an. Was passiert, wenn wir jetzt ein normales Piep haben und in dem normalen Piep sind 80% oder 90% Zucker drin, dann ist das normale Piep gegenüber dem anderen Piep, ist natürlich der Zuckergehalt viel höher und die Bauchspeicheldrüse produziert dadurch mehr Insulin. Das heißt, der schädigende Faktor ist bei dem einen Piep mit viel mehr Zucker drin natürlich viel höher wie bei dem anderen Piep, wo viel mehr Protein drin ist. Es ist natürlich so, das dürft ihr nie vergessen, es sind auch Kalorien. Und auch diese, wo dann angegeben wird, es ist nur so und so viel Zucker drin und die anderen Kohlenhydrate sind irgendwelche anderen Stoffe. Es ist Energie. Das heißt, wenn du zwei von den Riegel isst und ein Riegel hat 200 Kalorien, dann hast du 400 Kalorien gegessen. Natürlich ist es, wenn es in Protein ist, eine ganz schlimme, wenn es sehr zuckerhaltig ist. Natürlich, aber es sind trotzdem Kalorien, die musst du trotzdem loswerden. Die verfliegen nicht einfach so, dass du sagst, ja, jetzt sind sie weg. Und dann ist natürlich auch bei den Riegeln, um mal reinzugucken, guck mal nach den Inhaltsangaben, was ist da alles so drin. Das ist nicht jeder Riegel, wo du sagst, ja, das ist jetzt so gesund. Da wird natürlich auch viel Geld gemacht damit, weil die Menschen wissen, die Firmen wissen, dass wir Naschkatzen sind, dass wir gerne solche Sachen essen. Am besten ist, man kann sie komplett weglassen, muss man aber nicht, denn auch so einmal einen Riegel irgendwann zu essen, wenn man nicht jeden Tag da Riegel isst, bringt es auch nicht um. Also ich drehe ihn jetzt nicht um, den hier liebe ich. Ja, und ich mir ist bewusst, dass es Kalorien sind. Ja, mir ist bewusst, dass da auch manchmal Sachen drin sind, die in der Natur nicht vorkommen. Ja, ich weiß es. Deswegen esse ich davon auch so wenig wie möglich. Dafür gibt es keinen Freifahrtschein. Das ist das, was ich euch damit sagen will. Ihr könnt nicht irgendwo in den Shop reingehen und sagen, das sind Fitness- und Sportriegel. Und weil es Fitness- und Sportriegel sind, sind sie ganz unbedenklich. Da kann ich mir auch zwei, drei reinklopfen. Nein, so ist es nicht. Da muss man ganz klar sagen, auch diese Riegel haben Energy. Und die Energy müssen wir am Ende des Tages unterm Strich loskriegen. Wenn ich drei Riegel gegessen habe, ich liege bei 400 Kalorien mit drei Riegeln. Und ich weiß, dass ich eine Stunde Training habe, wo ich auch 400 Kalorien verbraucht habe. Was sagt mir das? Scheiße, hätte ich keine Riegel gegessen. Ja, ist so. Das muss man wissen. Es geht nur darum, dass ihr wisst, natürlich könnt ihr mal euch einen Riegel schnappen und dann euch hinsetzen, so wie ich das mache. Ich nehme dann einen Espresso, lasse mir einen schönen, leckeren Espresso raus. Und dann esse ich diesen Riegel voller Genuss. Mit dem Wissen, dass in diesem verkackten Riegel natürlich auch Kalorien drin sind. Und auch mit dem Wissen, dass in dem Riegel gewisse Dinge drin sind, die in der Natur nicht vorkommen. Aber die Dosierung macht das Gift. Deswegen kann man sowas mal essen, ohne dass man gleich tot umfällt. Okay, das war's schon zum Thema Riegel. Nur, dass ihr aufgeklärt seid. Ist gut, kann man machen, aber nicht damit übertreiben. Denkt dran.